Yo, Bro, what's up? Lass mich durch. Hey, Vika, was hast du getan? Der Dekobaum, ist der tot? Nee, du Idiot. Wie konntest du das nur tun? Ist alles deine Schuld? Lern gerade zu gehen, du Bastard. Wir verpissen uns einfach von hier. Einfach nichts wie raus aus diesem Kaff. Ich will nicht mit dir reden. Ich will auch nicht mit dir reden, weil du aussiehst wie alle anderen. Hier geht's raus und da waren wir lang. Bazinga! Yeah, eine Brücke! Oh, Vita, du verlässt uns. Ich muss, Baby, ich muss. Aber mein Herz wird immer bei dir bleiben, obwohl ich erst ein 7-jähriger Junge bin. Oder was weiß ich, wie alt der Typ ist. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Vita. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Richtig. Nee, Moment. Eigentlich sehe ich genauso aus wie ihr. Aber gut. Sicher hast du deine Gründe, versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben. Oh mein Gott, ey. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Eine Ocarina. Eine Ocarina. Eine Ocarina. Die Feen-Ocarina. Okay, Rainer. Ja, ja, platziere sie auf Zeichen, Zeichen oder Zeichen. Ich weiß. Ich weiß, mit B kannst du aufhören. Spielen, singen, tralala. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du spielst, solltest du an mich denken. Mach ich. Ja. Hau rein, würde ich mal sagen, ne? See ya. Guck mal, der Typ redet nicht mal selber. Wenn ich das nicht machen würde. Heilianische Steppe. Geil. Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Faden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte eingezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um den Kartenbildschirm einzusehen. Einsehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja, verdammt, wir sind ja keine Vollidioten. So sei es, setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns später. Mal davon abgesehen, dass uns Eulen mit riesigen Augenbrauen ansprechen, ist alles okay. Heilige Scheiße. Gab so viel, was man irgendwie nebenbei noch gucken, machen, tun. Oh.
Feuersbeil. Ja, witzig. Wenn du mich nicht... Ah, die Sonne geht unter, die Sonne geht unter. Nein. Wenn du mich nicht stören würdest, würde ich das auch schaffen. Oh, scheiße. Lauf. 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 Lauf, du Idiot. Lauf, Link. Oder Vita oder whatever. Nein. Wir schaffen das. Ich weiß das. Nicht. Ich will noch rein. Nein. 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 Puh. Zombies. Na, geil. Komm her. Ist doch kacke, ganz ehrlich. Was soll die Scheiße? Ist doch voll doof. Soll ich jetzt hier machen? Wie geh ich jetzt dahin? Ja, die Milch, ey. Was ist hier? Ein Nest oder was? Wow. Ist das schon wieder hell? Hey, lass mich nicht auf. Na dann können wir schon mal wieder in diese Richtung gehen. Alter, natürlich. Alle kommen da durch, nur wir hocken vor verschlossener Tür. So geil. Lol, da fällt er in den Boden. Ich liebe diese Musik, aber ich muss sie jetzt leider wieder unterbrechen. Hier gab es immer Rubine oder Essen. War ein toller Raum, muss man wirklich sagen. Ich will nicht wirklich leben. Aua. Yeah, Disco Teller! Hab ich nicht gezählt? Ich hab keine Ahnung, wie viel ich gewartet habe. Eine Summe reicher, ist doch geil. Kann man das, war das nicht so, dass man das nochmal machen konnte? Das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch, das gebe ich zu, aber Geld regiert man nicht. Ausgleich, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Außer man ist so blöd und guckt sich das. Oder es kommt einfach nichts Gescheites. Nichts Gescheites daraus. Na ja, gut. 89, das ist nicht verkehrt. Thank you.
das doch was für uns. 20? Deswegen waren wir hier drin. Ich wusste ja, dass ich sie kriege. Gab's hier nicht auch irgendwas Tolles? Hier konnte man doch auch irgendwas Tolles machen. Yo, what's up? Ach ja, die haben irgendwie nur nachts offen. Eine richtige Auswahl. Lernen wir daraus, Maskenhändler sind scheiße. Moin. Oh, oh, Niederschild, geil. Ja, hi. 80 Rubies? Hast du mit? Die Kacken, ey. Bin ich ja gleich wieder pleite. Das ist doch doof. Oh Mann, ey, so eine Kacke. So, wo waren wir denn überhaupt? Ach scheiße, meine Steuerung. Moment. So. Jetzt funktioniert sie. Komisch. Wo müssen wir denn hin? Jetzt muss ich erstmal überlegen. Zum Schloss.
Hey. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ja ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Mein Vater gehört die London Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Na 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 na. Oh nein, da oben sitzt wieder diese nervige Eule. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock auf die Alte. Naja. Hallo Eule. Rita, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf dem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nö. Wäre nicht behindert. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Ja, alles klar, Vogel. Dann verpiss dich mal. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, muss es Nacht sein, damit wir hier langkommen. Irgendwie. Keine Ahnung. Wir gehen einfach erstmal weiter. Hopp! Hier gab's einen Weg, aber... Die sehen mich natürlich nicht, wenn ich hier mitten im Feld langlaufe. Ist klar, ey. So sehe ich's auch. Ja, sensationelles Fachwissen. Und auch das hören sie nicht. Ah! Cool. Alter, wo hab ich so viel Geld her? Wie geil ist das denn? Was zur Hölle? Alter, steh auf! Steh auf! Los! Alter? Alter? Murmel, Brummel, Milch, frisch abliefern, muss mich beeilen. Alter, geh kacken, ey. So, und jetzt? Stehe ich hier und singe, oder was? Das ist doch scheiße! Soweit ich weiß, muss es entweder Nacht sein, oder... Auch das sehen die nicht. Lol. So, und jetzt? So, ich bin der Meinung, es muss irgendwie Nacht sein und wir müssen nochmal wieder reinkommen. So, jetzt ist es Nacht. Yo, Bro! Im Namen des Königs. Jetzt fliegen wir hier hoch ran. Raus! Und die Alte singt irgendwie. Und dann können wir mit der reden. Genau. Moin! Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen. Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn schon suchst, nimm das hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können.
Oh, ein Ei, geil. Ich wollte schon immer mal... Oh, was passiert wohl, ey? Im Gegenstandsmenü kannst du es auf Zeichen, Zeichen oder Zeichen platzieren. Benutze es mit C. Und die steht jetzt hier den ganzen Abend und singt. What the fuck? Ich dachte, ich hätte Langeweile. Yeah! Es ist Nacht. Hat nicht hier dieser Krabbelminen-Dings offen? War das nicht irgendwie so? Hey! Boah, das dröhnt ja. Was? Geh kacken, ey. Stück Scheiße. Echt. Ich hab mich gefreut, hier irgendwas zu machen. Hier hat was auf. Hallo. Truhenlotterie? Ach nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Dafür brauchen wir dieses Auge der Wahrheit und all so eine Kacke. Da meine ich mit. Ich dachte, hier passiert nachts irgendwas Interessantes. Der Maskenhändler hat auch noch keinen Bock auf uns, oder? Bewerbung bitte tagsüber. Toll. Aber ich glaube, hier war irgendeine Tuse, dessen Hund wir suchen müssen. Die Welt geht unter und wir suchen Hunde. Ich glaube, irgendwas war hier in einem dieser komischen Seitenstraßen. Hallo. Hallo. Jo. Hast du meinen Richard gesehen? Er ist uns einmal... Okay. Hund! Yo, Bro! Hund? Hund? Da. Hund! Hey, Kollege, komm mit. Komm mit, Hasso. Kann ich den nicht irgendwie greifen? Nein. Komm. Braver Hund. Schnauze da hinten! Beeindruckt, dass es tatsächlich funktioniert. Hier ist deine Töle. Fick dich, du Scheißhund! Lauf mir nicht hinterher! Lass das! Du Drecksköter, ey! Ich muss noch einen anderen Hund suchen, ey. Wer bin ich? Der Hund? Dr. Doolittle oder was? Hey, Hund! Da, der Weiße! Hund! Du! Du, Objekt meiner Begierde. Los, komm mit. Hund! Alter, noch einmal und du suchst deinen Scheißhund alleine, ey. Was weiß ich, wie die Töle aussieht. Hallo! Da ist auch noch ein Weißer. Ist auch noch ein Köter. Hey, Hund! Komm mit! Ist doch kacke. Wenigstens gibt es dafür Geld, ey. Hoffentlich. Wehe, die gibt mir ein Herzteil. Dann klatscht es. Ich will Money, Zaster, Monetos. Alter, fick dich, such deinen Hund alleine, ey. Echt? Nee. Ich mach nicht mehr mit. Das kann es nicht wert sein. Egal ob Herzteil, Geld oder sonst was. Such deinen verkackten Köter alleine. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Ja, aller guten Dinge sind vier. Ist hier noch ein... Da hinten ist noch ein weißer Hund. Ich weiß, es war ein weißer Hund. Hund. Du. Hund. Hund. Komm mit. Braver Hund, komm. Halt's Maul. Das war doch ein Weißer. Oh, das ist auf einmal dein Hund.
Oh toll, ein Herzteil. Der Hund, der so aussieht wie alle anderen, ne? Spuck auf dich. Blöde Kuh, ey. Nee, ist nicht mein Hund. Nimm dir einen anderen. Wir laufen genügend Köter rum. Mach doch eine Hundezucht auf, ey. Herrgott. Blöde Kuh. Was gafft ihr denn so? Haben doch alle eine Meise hier, ey. Boah, komm, halt die Klappe. Das muss so grausam klingen. Ja. Oh, Schmetterlinge nachts, das ist ja voll geil. Das ist voll unrealistisch. Das ist auch unrealistisch, mit Nüssen zu werfen. Oder dass der den eigentlich sieht. Hallo, soll ich dir mal zuwinken? Die wissen natürlich nicht, dass hier eine Steinmaus und auch das hier hören sie nicht. Ja, nee, ist klar, ey. Realismus pur. Und hopp. Lol. Money, money, money. Ey, ich werd Fischer. Da habe ich ja viel mehr von. Wow, du hast dein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Ist das nicht toll? Hey, Meister! Hey, Kollege! Stand up for the champions! Eine Sekunde, Alter, du hast fast Millennium verschlafen. Jetzt geh aus dem Weg. Hallo, wer bist du? Ich sehe nicht aus wie Mario ohne Mütze. Verpiss dich. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir? Da bekomme ich einen gehörigen Ärger, ja, von deiner kleinen Tochter, ne? Ist klar, ey. Er sieht aus wie Mario, ohne Witz. Mario und alt. Jetzt wissen wir endlich, was Mario macht, wenn er Rentner geworden ist. Er wird Milchlieferant. Oder anders gesagt, er wird Vollidiot. Was soll ich jetzt mit dem scheiß Huhn? Nevermind. Habe ich halt nun. Kann auch schön sein. Wird nicht reichen. Kann ich nicht wie alle anderen einfach durch die Tür gehen? Einfach sagen, yo, ich muss mit der Prinzessin sprechen. What's up, Bros? Nö. Wir müssen hier Milchkästen durch die Gegend ziehen. Die der natürlich zu Fuß den ganzen Weg hergetragen hat. Milch mit einem Stierzeichen drauf. Genau. Burghof. Oh nein. Oh mein Gott.